Hey Leute, willkommen zurück zu Outlast 2. Tja, Laird und sein Kumpel Nick sind leider ein bisschen tot, habe ich gehört, hä? Na ihr Pisser. War nicht so schön, so tief zu fallen, oder? Ich hoffe mal, die zucken jetzt nicht noch. Seid ihr ein schönes Paar. Ach naja. Den könnte ich mal gehackt legen, das ist mir egal. Als nächstes kommt noch Noth dran und dann ist der ganze Haufen hier verdammt. Ah. Maybe I could. Ah, fuck. Ich bin nicht. Nein, ich bin nicht da, wo ich dachte, wo ich raus. Das ist nicht die Mine? Kinder, das ist die Schule wieder, oder? Na klar, das ist die Schule. Scheiße, ich sehe gar nichts. Sache, irgendwie glaube ich, es hat hier alles was mit Schuldgefühlen zu tun, die ganze Story. Das habt ihr auch schon geschrieben. Dass ihr sagt, dass es halt irgendwie alles wahrscheinlich mehr oder weniger in seinem Kopf stattfindet. Vielleicht liegt er ja im Krankenhaus und. Ganz schön tief, der Schnee. Bin ich barfuß? Nee, wollte schon sagen. Also, ich würde vielleicht. Es wäre auch noch so ein mögliches Szenario, dass er. Dass er im Koma liegt, im Krankenhaus oder. Und das alles hier nur träumt. Weil er halt eine stark christlich. Okay, das sind doch Fußabdrücke, aber die sind. Oh! Okay, scheiße. Das Ding wieder. Oh, fu, ey. Oh, scheiße. Oh, das ist Blut, ne? Noch mehr Fußabdrücke. Oh, kacke. Ja, vielleicht ist das hier alles nur in seiner Fantasie, weil er so stark christlich erzogen wurde, wollte ich sagen. Und das halt mit Verdammnis und allem gedroht wurde. Und der dreht jetzt halt ein bisschen durch deswegen. Weil irgendwas aus der Vergangenheit jetzt wieder hochkommt und er sich Schuldgefühle macht. Ich glaube, die Schritte hören einfach so auf. Das ist nicht richtig. Ist doch nicht normal. Ich spring lieber da runter, als dass ich da reingehe, hä? Na komm, was soll ich machen? Oh. Fuck. Oh. Ah, es ist herrlich. Wow, das ist ein bisschen mehr als nur ein bisschen Blut. Was? Oh, scheiße. Oh, nein. 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 Der Zungenmann. Nein, er rennt schon. Fuck you. Alter, nein. 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 Läuft er mir noch nach? Oh nein. Ich glaube, er ist weg. Scheiße. Nein, nicht. Oh Gott, kann ich da rein? Ja. Soll ich schon da rein? Nein, ich guck mal ein bisschen hier. Oh, muss ja arschkalt sein, du. Ich mag's aber kalt. Deswegen bin ich lieber gerade noch ein bisschen hier draußen. Eine Klappe im Boden, geht hier auf? Oha. Warum gibt es hier so viele Klappen in den Boden, sag mal. Okay, wahrscheinlich ist irgendeiner davon falsch, oder ich weiß ja auch nicht. Boah, das sieht so richtig. Oh, wie das hier aussieht, Leute. Oh nein, sieht doch. Oh. Nein. Fuck you. Oh. Alter. Du warst eifersüchtig, du hattest Angst. Was, was, was? Was?
Gab's denn da Leckeres? Waffles, Mini Sausage Biscuits. Oh, geil. Toast with Peanut Butter. Choco Banana Sandwich zum Lunch. War gut. Hört sich gar nicht so eklig an, dafür, dass es Kantine ist. Kantine muss auch nicht eklig sein. Oh, ich weiß wieder, wo ich bin. Guck mal hier. Das, da war ich schon mal. Ich war eifersüchtig. Ich hatte Angst. Was soll denn das? Was ist hier überhaupt los? How the fuck do I get out of here? Ja, ich habe nicht mehr so viel Batterie. Eine. Ganz ehrlich, was ist hier los? Das ist doch alles aus seiner Kindheit, aus seiner Vergangenheit hier. Ihr wollt mich doch verarschen. Nicht flackern, bitte. Zettel. Oh, was steht da? Don't. Do not let him... No, do not let me go. Schon wieder. Oh! Alter! Oh nein! Jess? Jessica! Come here! Jess! Hey! Quick! Verstehe das nicht. Ich verstehe das gerade nicht. Ach, deine Pracht. Habt ihr gesehen, man hat irgendwas durchgesehen durch die Aufnahme? Oh Gott. Oh Gott, the sun. Look down upon thy little one. O light of light. Keep me this night and shed round me thy presence bright. I need not fear. If thou art near, thou art my savior, kind and dear. Quick, the day is done. Oh God, the sun, look down upon thy little one. O light of light. Vielleicht keine Batterie mehr. Night, and shed round me thy presence bright. I need not fear. Kommt immer näher. This way, Blake. Jess, are you there? Huh? Oh! Oh, what the fuck? Was ist hier los? Warum? Oh Gott. Ach, ich bin ja hier. What? Ich dachte eben, es ist eine Sequenz und jetzt lädt's, oder? Ach du Scheiße, Leute. Was ist denn hier los? Darauf? Ach nee, hier. Oh, ich bin wieder in der normalen Welt, sage ich mal. Es ist so unglaublich. Rückt hier alles. Oh Gott. Ich habe halt keine Batterien mehr. Das ist die letzte, oder? I can still find my way to the mine. Ich habe nur noch die eine Batterie hier und dann ist leer. Oh, da ist wieder eine. Sehr gut. Oh, das ist aber auch mies mit den Batterien manchmal. Get to the other side of the lake. Wo siehst du dann? Seemann. Du siehst besser als ich. Woher weiß der das immer, wo er hin muss? Oh, Jason! Okay, I'm not putting a fucking toe in that water. There's something wrong. That lake is wrong. Der Typ... Ist das der... Boah, ist das ein Kopf? Das sind alles Köpfe. Da sind Typen eingegraben worden, oder was? Alter, das wird ja immer schlimmer hier. Das ist Crystal Lake. Vielleicht kommt Jason raus und zerhackt mich. Ach, scheiße, ey. Oh Gott, was ist denn mit den Leuten hier los? Die sind doch alle immer bekloppter werden die. Das hat the lake smelled like chemicals and dead things. Ja, schön, dass du so viel zu sagen hast. Das ist Camp Crystal Lake hier, ja. Guck mal. Alter. Die armen Schweine, ne? Boah, das muss man sich mal geben. Das muss man sich echt mal geben hier. Scheiße. Ja, ich muss über den See, aber ich werde nicht durchschwimmen können.
dachte er ja schon, ne? Fuck you. Oh nein. Erstmal nicht, danke. Diese dummen Assis, oder? Allesamt hier. Warum machen die sich... Warum löschen die sich nicht einfach alle gegenseitig aus? Ich hätte beinahe gesagt Genozid, aber es ist ja... Nein. Diese Leute hier, die können sich von mir aus alle gerne selbst abschlachten. Das ist mir doch egal. Ich finde es nur uncool, dass sie da ihre Kinder... Okay. Dass sie noch Kinder gezeugt haben. Warum sterilisiert euch hier nicht alle, ihr Penner, und dann macht ihr halt euer Ding. Ihr könnt euch gegenseitig totvögeln. Das haben die ja eh vorgehabt, scheinbar. Da geht's ja nur ums Vögeln. Hier geht's nur ums Vögeln und Sterben. Oh, guck mal. Ah, dachte ich schon. Wenn ich über das Haus krabbel, da ist ein Text. Sehr schön. Also ich klingt das ja gar nicht so schlecht. Wenn man mal ehrlich ist. Vögeln und Sterben, aber... Naja. Sterben durchs Vögeln ist bestimmt cool. Val, ergib dich. Lass dir von diesen Männern helfen und ich verspreche, dass du nicht mehr leiden wirst, als notwendig ist. Oh, ich habe mich gemutet. Alles gut. Du musst wissen, dass du vom Feind versucht bist und dass du diesen Pfad jetzt und für immer bereuen wirst. Ich liebe dich und liebe dich noch und Gott liebt alle seine Geschöpfe, selbst die Verlorenen. Komm mit uns, hilf uns, die Erlösung zu finden. Gott liebt dich. Papa vergibt dir. Noth. Oh ja, wir sind wahrscheinlich bald auf der Seite der Heretiker hier. Der Ketzer. Nee, nochmal muss ich da nicht durchkrabbeln. Alles cool. Immerhin bist du auf diese... Oh, die verrotteten Fische. Nicht mal die könnt ihr anständig behandeln. Au, was machst du denn? Wenn ihr schon Fische fangt, dann könnt ihr es auch essen. Nee, die hängen die auf, bis sie verrottet sind. Das ist geil. Mal reingucken. Ist hier jemand zu Hause? Hallo? Nein? Alles cool. Tür ist natürlich zu. Ich will da nicht reingehen. Da kann ich da durch die Fenster. Ja, das ist scheiße hier. Okay, ist doch nicht scheiße hier. Ich will trotzdem nicht hier sein. Dann ist da auch noch Martha, die Bitch. Ah. Oh toll, ohne Lampe sehe ich gar nichts. Türen verrammeln ist immer das Beste, weil ich kann durch die Fenster, können die ja auch, aber wenn die vorne durch die Tür wollen, dann höre ich das. Und solange ich zwei Fenster habe, dass ich durch eins rein, durch das andere raus kann, ist perfekt. Einfach perfekt. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich durch den See kann, deswegen müssen wir jetzt wohl hier. Leck mich mal bitte fett am Arsch, ja. Oh Mann, ey. Und direkt geht's weiter. Kann ja nicht mal eine Minute Ruhe sein, dass mal keiner kommt und mich töten will. Oh. Was denn? Fuck. Was denn, wo denn? Das wird zu langsam gewesen sein jetzt, oder? Komm, film's einfach. Bitte. Danke. Ich hab mich schon letztes Mal geärgert, als Piggly und Frederick da waren, ich es nicht filmen konnte. Tower. So. Radio Tower or Microwave Relay. Civilization, maybe. Nee. Wo ist denn hier ein Funkturm? Ach, seht ihr das? Ach, das da.
Naja, Zivilisation hast du ja auch hier in einer gewissen Weise, ne? Nur es ist halt eine Zivilisation, die ich so nicht anerkenne. Das ist Abschaum. Die gehören alle ausgelöscht, ohne Spaß. Von mir aus alle alle. Macht euch alle gegenseitig kaputt. Sind da unten schon wieder. Ach komm. Wird die Sekte des Arschleckens. Ihr seid alle eingeladen da, ne? Die sind alle eingeladen mitzumachen. Die Penner. Die kriegen sogar einen VIP-Status. Muss ich mich da irgendwo reinquetschen? Nein. Oh Gott, das war Schatten. Hahaha. Hahaha, ist nur Schatten. Warum habt ihr euch erschreckt? Oh. Das wäre der eine Weg gewesen, glaube ich. Du wärst doch nicht weiter. Lass mich auch um diesen scheiß See rumlatschen, ne? Ist geil. Oh nein, die rennen schon wieder weg. Bleib doch da. Ich weiß, wer jetzt kommt. Die Musik kommt gleich wieder. Mach die Tür zu jetzt. Martha kommt wieder, Leute. Martha kommt. Oh, fuck you. Oh, geht's gleich wieder. Oh nein, ich will nicht mehr wieder Martha. Hey, Lord. I kill him, my lord. Dann singst du doch schon einen Black Metal Song für uns. Habt ihr Wünsche? Raft. I could get him across. Soll ich nochmal. Ich will nochmal gucken gehen, weil er ist bestimmt noch eine Batterie, aber ich glaube Martha ist hier irgendwo. Oh. Ich kneif gerade die Arschbacken, ne? Unglaublich. Wie widerlich das hier gerade ist. Oh, da ist noch ein Text, den hätte ich jetzt auch verpasst. Seht ihr mal. On the battery. Yay. Mark, Aaron. Ja, warte. Mark und Aaron, wenn ihr dies findet, kehrt sofort zurück zum Templegate und sagt Papa Noth, dass hier Schrecken und Qualen sind, die meinen Glauben an Gott prüfen. Männer allein können sich denen nicht stellen. Der Feind wartet dort in der Dunkelheit. Gott rette meine Seele und deine. Also ist es nicht Martha, oder was? Vielleicht haben die jetzt alle Angst vor mir. Das wäre voll gut. Das wäre richtig gut, wenn die jetzt alle Angst hätten vor mir. Ja, Beste. Immer das machen. Diese Pissere. Was er denn da zerlegt? Was für ein Tier. Oh. Weiß nicht, was es ist, aber ich lasse es. Ich bleib ruhig. Ich hab gemerkt, man darf sich nicht bewegen, wenn das Ding hier kommt. Man weiß nämlich gar nicht, was er da anvisiert. Help. Help wasn't coming. Ihr könnt auch nicht erwarten, wenn ihr in so einem scheiß Kult seid, dass euch irgendjemand hilft von außen. Ach so, hier. Ach, warte mal. Kann es etwa sein, dass wir nicht der Einzige sind, der hier so ein bisschen gestrandet ist? Oh fuck. Nee, guck mal, die sehen ganz normal aus. Das sind ganz normale Menschen. Oh scheiße. Wo sind die denn hingerannt, sag mal?
Na gut, was heißt, die anderen werden auch normale Menschen gewesen sein, bevor die so verrückt wurden. Pastor North, ich werde für einige Wochen nicht von meinem Jagdausflug zurückkehren und hoffe, dass Paul dich mit diesem Brief schneller erreicht. Als ich nach den Fallen hinter dem Berg rund 7 Kilometer jenseits... Was? Als ich nach den Fallen, hinter dem Berg rund 7 Kilometer jenseits der Minen sah, entdeckte ich metallene Türme zwischen den höchsten Bäumen. Sie scheinen getarnt zu sein, wenn auch schlecht, mit verdächtig symmetrischen Blättern. Ich versuchte, mich den Türen zu nähern, in der Hoffnung herauszufinden, was sie dort oder wer sie gebaut hat. Doch als ich mich in ihre Richtung bewegte, kamen Wachträume über mich von einer Macht, die ich noch nie gespürt habe. Ich sah Dinge, die ich nicht beschreiben kann. Da waren Flammen und Insekten und was wohl Münder waren und was Geschlechtsteile sein könnten. Ich muss im Traum weit gewandert sein und ich konnte meinen Weg nicht zu den summenden Türmen zurückfinden. Mein Körper wies auch einige andere ungediegene Reaktionen auf, die ich aus Scham hier nicht nennen will. Vielleicht kann ich mit dir von diesen unter vier Augen sprechen, wenn ich nach Templegate zurückkehre. John, ganz ehrlich, ich glaube, ehrlich glaube ich, dass das nicht hier alles das ist, was es zu sein scheint. Ich glaube nicht, dass es unbedingt, also auch wieder nur ein mögliches Szenario zu dem, was ich schon sagte, dass er vielleicht im Koma liegt und sich das einbildet, aber dieses Signal, was da immer kommt, kann es sein, dass es so eine Art Gedankenexperiment ist und die Leute hier nur verrückt macht und denen irgend sowas indoktriniert, dass die einfach nur verrückt werden und wahnsinnig? Weil das hat sich jetzt noch gar nicht so irrational angehört. Der sagte einfach nur, hey, da waren Türme und, ne? Und auf einmal, peng. Ah, diese Sendetürme. Vielleicht ist das sowas wie das mit dem Project Wallrider unter der Irrenanstalt. Das sind ja die Wissenschaftler wieder, ne? Die haben irgendwas gemacht und die Leute sind durchgedreht. Wer weiß es? Wahrscheinlich kam das gerade gelegen, weil hier... Das kennt halt kein Schwein, dieses Dörfchen. Und ja, wir hatten ja auch diese Vision, seit das erste Mal der Ton kam, der die Vögel getötet hat, oder? Oder nicht? Ich finde das alles ein bisschen verdächtig. Das muss... Das ist auch noch was. Ist das die Mine? Ja. Ah, paddelt er jetzt noch? Nee. Okay, ich wollte schon sagen, wenn er mit einer Hand jetzt paddeln könnte, das wäre ja was. Es sind so viele mögliche Theorien, die jetzt gerade wieder in meinem Kopf aufploppen. Aber halt auch nur, weil ich jetzt schon wieder gehört habe von Leuten, die sagten, hey, jetzt mal ein bisschen schneller machen. Die sagten, ja, der erste und zweite Teil, die sind ja miteinander verbandelt. Es hat miteinander zu tun und es gibt auch schon Theorien und Reddit-Einträge, also Reddit-Diskussionen. Hä? Warum fährt er denn jetzt nicht mehr? Ja, ich drücke die ganze Zeit vor. Muss ich jetzt zur Mine oder zu dem Turm? Ach ja, komm, jetzt fährt er wieder nach... Wenn ich da zum Turm rübergefahren wäre, dann fährt er. Oh nein. Oh toll, jetzt irgendwo auf dem See eine Hallo kriegen. Das ist doch nicht geil. Ich will keine Halluzination, wenn ich gerade auf irgendwas zupaddle, wo ich nicht genau weiß, wo ich hin muss. Hallo? Oh, scheiße. Hast du das gehört? Oh, shit! Nein! Oh, da ist es wieder! Ja, das ist der Sendeturm. Ich sag euch. Hat die ganzen Fische getötet. Das schon, jetzt kommt Unleash the Kraken. Ach, halt die Fresse. Apokalypse. Das ist die Eukalypse, weil der Eukalyptus ausgeht, oder was? Nein. Nein. Die Eukalypse. Die Boalas sterben. Oh. Auf. Leute, wisst ihr was? Ich mach mal Schluss hier. Haha, der Part ist jetzt echt schon lang genug. Und ich glaube, es passiert bald was, was wichtig ist. Deswegen freut euch auf den nächsten Part. Danke fürs Zusehen, danke fürs Bewerten und bis dann mit Outlast 2. Tschüss.